Ganz spannende Kiste im Augsburger Rosenau-Stadion. Die U23 des FCA hat nach einer holprigen Vorbereitung plus einem desaströsen Start in Schweinfurt unter der Woche in Rosenheim nur knapp den Sieg verpasst und will jetzt gegen die in dieser Saison einfach nicht so richtig in Tritt kommende Viktoria den ersten Dreier einfahren. Aschaffenburg braucht nach dem 1:4 zum Start in Burghausen aber auch schnell Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Und von Beginn weg dominierten dann zunächst auch mal die Gäste in Blau ganz klar. Neben ein, zwei Halbchancen bot sich durch einen abgefälschten Schuss von Niklas Meier eine sehr gute Gelegenheit aufs 0:1. Aber Maxi Engel fischt das Leder noch stark raus und hat dann auch den Nachschuss von Benedikt Laverty. Danach passierte lange nichts, vor allem das Spiel der Hausherren doch sehr enttäuschend. Kurz vor der Halbzeit kam aber dann wieder Leben in die Bude. Wieder ist es Meier, der dann nach 39 Minuten zum Abschluss kommt, aber mit seinem schwächeren linken Fuß bringt er nicht genügend Power hinter die Kugel. Selbige wäre dann zwei Zeigeumdrehungen später fast drin gewesen. Elmir Muhic verpasst aber eine scharfe Hereingabe von rechts, nur um Haaresbreit. Keine Frage, eine Aschaffenburger Führung wäre hier mehr als verdient gewesen. Das vor der Pause versäumte, holten die Unterfranken dann aber unmittelbar nach wieder am Pfiff nach. Die Gäste überrumpeln die FCA-Youngsters vom Anstoß weg komplett. Ball abgewehrt auf den Schlappen von Clay Verkay und diesmal hat auch der starke Engel das Nachsehen. Er ist zwar noch dran, kann aber den Einschlag nicht verhindern. Jetzt also die Hausherren gefordert und in der 50. Minute endlich auch mal ein offensiver Akzent. Schön aufgelegt für Lasse Günther, aber dessen Abschluss zu zentral. Es sollte insgesamt aber nur ein Strohfeuer sein. Aschaffenburg behielt nämlich die Kontrolle und war weiterhin das gefährlichere Team. Ein weiter Ball hebelt in der 63. Minute die komplette Augsburger Defensive aus und Laverty sagt dann brav Dankeschön. Jetzt also ein weiter Weg für die Gastgeber und wer dann auch solche Chancen nicht zu nutzen weiß, wie hier Marco Nickel nach 80 Minuten, ja, der darf sich am Ende nicht beschweren, wenn er keine Punkte mitnimmt. In der Schlussphase hätte die Viktoria das Ergebnis dann sogar noch deutlicher in die Höhe schrauben können, aber Augsburgs Bester Maxi Engel warf sich weiterhin alles rein und verhinderte Schlimmeres. Am verdienten Erfolg der Gäste konnte aber auch er nichts mehr ändern. Ja, 2-0 gewonnen bei einer guten U23-Mannschaft. Insofern sind wir natürlich richtig happy. Ich glaube, erste Halbzeit hatten wir schon eine Vielzahl an Chancen, wo wir eigentlich in Führung gehen müssen. Gehen dann mit 0-0 in die Halbzeitpause. Kurz nach der Halbzeitpause ist 1-0, was zu diesem Zeitpunkt auch hoch verdient war. Und danach hatten wir so 15 Minuten, wo wir ein bisschen unsortiert waren. Und dann mit dem 2-0 war das Spiel eigentlich entschieden. Ja, ich denke, wir haben heute verdiente Niederlage einstecken müssen. Man merkt einfach, dass uns momentan vieles fehlt. Die Leichtigkeit, natürlich hat uns heute auch die Frische gefehlt nach der englischen Woche. Trotzdem ist es jetzt nicht alles Entschuldigung, dass wir viele Verletzte haben, dass wir englische Woche hatten, dass wir schwierige Vorbereitung hatte. Da brauchen wir nur die zwei Gegentore anschauen, dann muss man schon sagen, so kann man halt einfach nicht auftreten, so kann man nicht verteidigen, so kann man nicht aus der Pause kommen, so kann man definitiv in der Regionalliga kein Spiel gewinnen und das sollte jedem relativ schnell klar werden. Sehr wichtige 3 Punkte für Aschaffenburg, die damit in der Tabelle zu Augsburg aufschließen und jetzt doch ein ganz gutes Polster in Richtung Abstiegszone haben. Die Schwaben dagegen suchen weiter nach ihrer Form.